In dieser Morgensitzung soll es, man könnte sagen, um den achtsamen Umgang mit Hoffnung und Furcht gehen. Zwei Geisteshaltungen, die sehr nah beieinander liegen, obwohl sie so gegenteilig wirken. Und um diese Dynamik von Hoffnung und Furcht in uns anschauen zu können, gehen wir aber erst einmal in Meditation hinein, denn wir wollen nicht nur darüber nachdenken, sondern diese meditativ in unserem eigenen Bewusstsein anschauen. Wie immer gründen wir unsere Achtsamkeit erst einmal im sitzenden Körper. Bauen unsere Körperhaltung von unten nach oben auf. Spüren die Schwere des Körpers auf dem Sitzplatz. Wachsen dann aus dem Sitz heraus nach oben, was wir vielleicht jetzt am Morgen zum ersten Mal tun, zumindest aus dem Sitz. Nehmen somit ganz unsere Gestalt an. Die Achtsamkeit steigt auf durch den Oberkörper, auch durch die Hände und Arme bis zu den Schultern. Und sie reguliert Spannung und Entspannung dabei. Wenn sich unangenehme Körperempfindungen aufbauen oder zeigen, dann wird die Achtsamkeit erstmal nachschauen, ob sie diese sozusagen haben muss, ob man die haben muss oder ob man die auch ausgleichen kann oder sogar lösen kann. Bis hinauf zu Hals, Nacken, Kopf. Auf Balance achtend, bis der Körper so ganz mittig zur Ruhe kommt und dabei geerdet, aufgerichtet und zugleich auch entspannt ist. Spannungen abfließen lassen, abfallen. Wir kümmern uns immer zuerst um den Körper, um dann sozusagen den Blick oder die Achtsamkeit, das Schauen frei zu haben auf unseren Geist. Der Körper ist wie ein Spiegel, in dem sich sozusagen der Geist befindet. Und wenn man in den Spiegel schauen möchte, da muss der vor allem erst einmal zur Ruhe gekommen sein, ruhig gehalten werden oder an der Wand hängen, bewegungslos sein. Dann können wir auch in den Spiegel schauen.
und klarer sehen. Und das ist in dem Fall ein Synonym für den Körper, den wir ruhig halten, bis wir unseren eigenen Geist sehen können. Da wird uns dann noch die Atmung als sich das Bewegende auffallen. Und mit dieser kann sich unsere Achtsamkeit verbinden. Und nun lasst uns in Stille sitzen, bis wir merken, der Geist wird so ganz deutlich in uns, sowohl in seiner Bewegung als auch in seiner Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Dies geschieht ja eigentlich immer, wenn wir in Meditation sitzen, wenn der Körper einigermaßen in die Haltung hineingefunden hat. Sind wir irgendwie mit unserem Innenleben allein? Das zeigt sich ganz deutlich und hier zeigt sich dann auch immer die Wahl zwischen, nennen wir es einfach neutral, Bewegung und der Bewegung nachgehen oder dem Beruhigen und oder in Ruhe lassen, in die Stille eintreten.
Ja, in der Mitte der Sitzung können wir uns etwas lockern bei Bedarf. Und dann schauen wir gleich mal in der zweiten Hälfte, wie wir unser Thema Achtsamkeit mit Hoffnung und Furcht und vielleicht auch, wie man über diese hinausgeht, was man damit macht oder was das Problem mit diesen ist und wie man es vielleicht innerlich überwinden könnte, wie wir das jetzt meditativ angehen. Nehmt es bitte ein bisschen als Forschungsprojekt. Also wir haben dafür kein Patentrezept, sondern versuchen herauszufinden, erstmal, dass Hoffnung und Furcht ein Thema sind und in welcher Weise und dann, wie man damit umgehen kann und ob es ein Jenseits von Hoffnung und Furcht gibt. Wir sind wieder in unserer Meditationskörperhaltung angekommen. Und wissen, dass sie dazu da ist, dass sie auch dazu geeignet ist, das eigene Innenleben, den eigenen Geist anzuschauen oder überhaupt Geist an sich. Denn unser eigenes Bewusstsein ist nicht anders wie das Bewusstsein aller anderen Lebewesen. Bewusstsein jetzt nicht in dem Sinn von sich etwas Bewusstsein, sondern einfach dieses Denken, Träumen, Erinnern, Planen. Und dazu gehören auch neben den Geistesgiften fast schon als Resultat oder als eine Art existenzielle Grundatmosphäre, Hoffnung und Furcht. Hoffnung jetzt nicht als religiöser Begriff im Sinne von Hoffnung auf Befreiung, Erwachen, Gnade. Vielleicht geht es ein bisschen in die Richtung, aber wir meinen diesen alltäglichen hoffenden Geist, der einfach immer wieder denkt oder auch ja, spürt ein Stück weit, möge es gut werden. Hoffentlich gelingt mir das. Hoffentlich muss ich nicht leiden. Vielleicht auch für andere. Hoffentlich müssen andere nicht leiden. Hoffentlich wird es schön. Hoffentlich schmeckt das gut. So in der Art. Und dem steht fast wie so eine Kinderschaukel oder wie eine Waage gegenüber,
die Furcht. Zu der sagen wir sogar auch manchmal hoffen, ja. Hoffentlich wird das nicht schrecklich. Hoffentlich muss ich nicht leiden. Hoffentlich müssen andere nicht leiden. Oder die Furcht sagt gleich, ich habe Angst oder ich befürchte. Wir sind so wie Waagschalen oder eben so eine Wippe im Geist. Und manchmal kippen sie auf die eine und dann wieder auf die andere Seite. Und Hoffnung gibt immer ein bisschen Energie. Da möchte man irgendwie hin, da möchte man was tun. Und die Furcht blockiert, verunsichert, lähmt. Bitte schauen wir mal in unseren eigenen Geist, in unsere eigenen Erfahrungen und fragen uns, stimmt das? Ist das so? Vielleicht auch gerade mit den Dingen, die uns heute an diesem Tag beschäftigen, mit denen wir vielleicht schon aufgestanden sind oder die uns jetzt bevorstehen. Wo zeigt sich da diese Wippe von Hoffnung und Furcht? Und was macht das mit uns oder was macht das im Geist? Vermutlich gehen beide mit vielen Gedanken einher. Manches scheinen wir nicht kontrollieren zu können. Das ist irgendwie schon da. Da ist eine Art Grundtendenz, die mal in die eine, mal in die andere Richtung geht. Und damit gehen viele Gedanken einher. Und dann gibt es aber möglicherweise auch eine Instanz, oder wie wir das nennen würden in uns, die kann die Hoffnung füttern oder nähren oder auch die Furcht. Die kann Gedanken des Hoffens auf etwas Erfreuliches, Angenehmes verstärken wollen, da tritt vielleicht Willenskraft hinzu. Das möchte ich jetzt aber unbedingt auch so haben. Das soll wirklich so sein, so werden. Oder wir können auch die Furcht füttern. Ja, das wird bestimmt ganz schrecklich und hoffentlich nicht noch das und dies und was soll da werden und wie soll alles an sein und wie werde ich damit zurechtkommen? Also wir können die Gedanken des Fürchtens natürlich auch dann dauernd wiederholen und verstärken. Nehmen wir erst einmal diese Dynamik
von Hoffnung und Furcht in uns zur Kenntnis und anerkennen eben sie. Und sehen dann, versuchen bitte mal zu sehen, das wäre jetzt die Forschung, dass das einfach eine Funktion des Geistes ist. Es sagt nichts über die Dinge aus, über die Szenarien aus, über die Situationen, um die es da zu gehen scheint. Das geschieht im Geist. Und beides geht, das ist dann so ähnlich wie bei den Geistesgiften, Begehren und Ablehnen, mit Unwissenheit einher. Wir wissen nicht, was wirklich sein wird. Hoffnung und Furcht sind ja meistens etwas auf vermeintlich Zukünftiges ausgerichtet, aber wir wissen nicht wirklich, was sein wird. Wir können das gar nicht wissen. Vermutlich sind viele Gedanken, die mit Hoffnung und Furcht beiden einhergehen, einfach wie Träume, illusionsgleich. Und zum großen Teil überflüssig. Aber das wäre eine Wertung. Aber wenn wir das nicht wissen, das nicht sehen oder wissen können, anerkennen, würden wir auch sehen, dass wir nicht so viele Gedanken des Hoffens und Fürchtens hegen müssten. Dass sie weitgehend gar nicht stimmen können. Dann fragen wir uns vielleicht nach einer Weile, aber was stimmt dann und was wäre die angemessene Haltung oder ein angemessener Umgang mit Hoffnung und Furcht? Oder überhaupt mit Entscheidungen oder Einstellungen zu den Dingen, die zu tun und zu lassen sind. Zum einen ist es wohl klug, diesen hoffenden, fürchtenden Geist zu zähmen und erst einmal zu beruhigen und weniger in so Hoffnungsträumen und Befürchtungsillusionen zu schwelgen oder zu leiden, festzustecken, bis sich vielleicht andere Möglichkeiten zeigen.
Vielleicht zeigt sich eine Einsicht, die sich sagt, nun, es kommt sicher darauf an, wie ich aus meinem Inneren heraus gestalte, was ich denke, was ich sage, was ich tue. Nicht so sehr hoffen, was geschehen würde oder befürchten, was geschehen würde, sondern hervorbringen aus vermeintlich dann heilsamen, positiven Absichten, was geschehen kann, was zum Ausdruck gebracht werden kann, gesagt werden kann, getan werden kann. Sowohl wenn es um das eigene geht, wie auch in Bezug auf andere und die Welt. Der hoffende Geist ist nicht zu verwechseln mit dem klugen, heilsame Absichten entwickelnden Geist oder dem Aspekt des Geistes, der gute Wünsche und die Qualitäten wie Herzenswärme, Mitgefühl, Weisheit entwickelt. Das ist wohl nicht dasselbe. Also der hoffende Geist ist, wie wir ihn hier meinten, ist der, der immer den Schatten der Furcht neben sich hat. Und der aus der geistigen Klarheit und Ruhe und Präsenz aus der Gegenwärtigkeit heraus sich ausdrückende Geist, ist anders wie dieser hoffende Geist. Vielleicht erforschen wir das bitte noch ein wenig in Stille und schauen mal, ob wir ganz konkret für diesen Tag, der sicher nach unserer Meditationssitzung entfalten wird, hier ein paar Weichen stellen können, die nicht nur von Hoffnung und Furcht geprägt sind, sondern von heilsamen Absichten. Positiven Wünschen und Impulsen, die wir uns geben.
Dann kommen wir gleich zum Ende unserer Meditationssitzung. Und ich möchte uns drei Dinge vorschlagen. Wenn wir den ersten Ton der Klangschale hören, wünschen wir uns, heute heilsame Gedanken zu entfalten. Beim zweiten Ton der Klangschale auf eine heilsame, positive Weise zu sprechen. Und beim dritten Ton der Klangschale auf eine hilfreiche, wohlwollende, heilsame Weise zu handeln.